Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Principle of Least Surprise oder Deutsch das Prinzip der kleinsten Überraschung. Ich habe hier eine Kleinigkeit für euch vorbereitet und zwar das wohl beste Beispiel, was man dafür irgendwie haben kann. Und zwar, wir haben irgendeine Klasse A, die hält sich irgendeine sehr, sehr unwichtige Datei und hat natürlich einen Getter dafür. Und wenn wir so einen Getter haben, dann wollen wir natürlich auch einfach diese some unimportant file zurückgegeben haben, was wir hier auch machen. Aber zwischenzeitlich wird einfach noch irgendwas großartig Böses passieren oder Furchtbares passieren, was wir einfach nicht erwarten. Und das macht natürlich das Principle of Least Surprise kaputt. Das heißt, man sollte natürlich hier einfach darauf achten, okay, das, was in dem Methodenname steht, das sollte auch irgendwie ausgeführt werden und nicht noch irgendwelche nukleare Sprengköpfe losgelassen werden. Ja, also das als kleines Gegenbeispiel, wie es natürlich auf keinen Fall sein sollte. Alternativ kann man sich natürlich auch das Ganze hier für Datei oder für generell Namen von Objekten überlegen. Das heißt, wir sind hier nicht nur irgendwie auf den Namen von irgendwie sowas hier fokussiert, da ist es natürlich jetzt am besten zu sehen gewesen, aber man kann natürlich auch hergehen und sich eine Klasse Datum schreiben oder am besten noch ein Enum-Datum, Date, was dann zum Beispiel anfängt Friday, Tuesday oder wir machen es auf Deutsch, Freitag, dann Dienstag, dann Mittwoch und dann frei. Weil wir nur Freitag, Dienstag und Mittwoch arbeiten. Das wäre natürlich irgendwie hier auch, vielleicht wäre die Reihenfolge erstmal ein bisschen schlecht, weil man hier tatsächlich auch andere Wochentage als erstes haben möchte. Und zweitens hätte man hier jetzt nicht unbedingt mit dem Wochentag frei gerechnet. Also einfach die Namensgebung ist absolut nicht für sich selbst sprechend. Man braucht irgendwelche Kommentare oder irgendeine Dokumentation und das sollte natürlich bei Code nicht der Fall sein. Eigentlich sollte jeder einzelne Name von jeder Variablen immer für sich selbst sprechend sein. Das heißt auch sowas wie get it oder sowas oder file a oder b oder auch mein Klassenname hier. Funktioniert absolut gar nicht. Man sollte hier irgendwie reinschreiben, Vertrag mit, da kann ich jetzt schnell in Bredouille kommen, wenn ich hier irgendwie irgendwelche Sprengköpfe noch in die Beziehung reinführe. Deswegen belassen wir es einfach mal bei Vertrag. Und wenn wir jetzt hier eben mit Vertrag argumentieren, dann kann man vielleicht schon eher sehen, okay, wir holen jetzt Vertrag. Aber get it ist immer noch, da sollte man dann auch vielleicht get Vertrag reinschreiben. Und das wäre dann irgendwie auch sinnvoll. Und dann noch diesen Seiteneffekt hier weg und diese Methode hier von mir aus public machen, wenn man denn unbedingt so eine Methode braucht, war sowieso nur als drastisches Beispiel irgendwie gedacht. Aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Klasse, ich mache das jetzt alles mal weg, eine Klasse Konto habe. Und ich habe hier schönes Beispiel eigentlich. Ich habe hier eine Zahl Kontonummer. Naja, das ist ein bisschen auch redundant, würde man sagen, denn Kontonummer, es ist klar, dass es sich um eine Nummer handelt, also kann man hier auch tatsächlich Konto einfach weglassen und nur Nummer reinschreiben. Klar, man spricht immer von der Kontonummer, in dem Fall wäre das jetzt möglich, aber wenn wir hier zum Beispiel von Name reden, dass man nicht Kontoname reinschreiben muss, dürfte klar sein. Das heißt, man kann sich hier das einfach sparen und ja, dann Kontoname einfach ersetzen durch einen normalen Namen eben. Okay, also jede Information, die zu viel ist, wie eben sowas wie Kontonamen oder sowas, aber auch Sachen, die einfach total falsch, ja, okay, nicht unbedingt falsch sind, aber euch vielleicht auf eine falsche Spur führen oder auch tatsächlich dann so Sachen wie eben diese Launch Nuclear Missile oder sowas, das sind alles Sachen, die ihr vermeiden solltet, weil dann einfach erstens mal ihr durcheinander kommt und zweitens jeder andere, der mit eurem Code zu tun hat, kommt auch durcheinander. Deswegen auf keinen Fall sowas machen, sondern schaut immer darauf, dass ihr irgendwie möglichst selbstaussagend seid. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder. War mal wieder klar, was Einfaches, aber wie gesagt, es sind nur Richtlinien und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.